Hallöchen, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu einer wundervollen Runde Ghost Recon Wildlands mit Enno, Reaper und Vanva. Hallo. Hallo. Alle stehen am gerade Weg. Wir wollen jetzt die Bank bzw. den Tresor hier ausräumen und dafür müssen wir erstmal in das Gebäude rein, was voll mit verschanzten Leuten ist. Moment, wir haben den Cliffhanger letzte Folge gemacht, deswegen müssen wir das eigentlich richtig machen. In der letzten Folge von Ghost Recon Wildlands. Mach am besten am Ende der letzten Folge so ein To Be Continued. Alter, jawoll. Da gibt's Greenscreens auf YouTube. Kannst du ruhig drüber schauen. Ja, ich hab das Ding. Ich muss das nur einblenden, wie wir in die Bank reingehen. Okay. So, ja, sind alle bereit für den Kampf? Jo. Ja. Okay, dann gebe ich jetzt den Code ein. 1, 4, 3, 5, 8, 5, 9. Und go. Ist jetzt noch keine Gegner. Achtung! Oh. Und sein Enno hat's ein bisschen getroffen. Der hat den C4 in der Hand, was er gezündet hat. Was? Achtung, da kommen. Zivilisten. Ja, da kommen einige Zivilisten. Okay. Moment, Moment. Noch mehr, noch mehr. Einer ist oben geblieben, weil er Angst gekriegt hat. Okay. So, wir haben da welche. Wo ist noch einer? Allmächtiger. Ladung ist scharf. Oh. 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 Was machen die denn da drin? Ich glaube, die sind gerade beide gefallen. Ja. Ich bin unterwegs. Gehst du rein? Ja. Moment. Warte, ich komm mit, ich gebe dir Deckung. Gib mir Drohnenunterstützung meinetwegen. Aber bleib safe. Nee, das wird nix. Wo ist denn das rein? Ach, da unten. Durch die Tür rein, ja? Ja. Okay. Ich glaube, ich kann besser heilen als du. Schaffst du es mir Deckung zu geben? Die waren ungefähr hier. Oben. Ja, ich sehe Wanba. Gibst du mir Deckung? Bin dabei. Ich darf unseren Kollegen schießen. Da hinten ist noch einer. Ich sehe da hinten zwei Waffen. Ah, danke. Die Drohne ist um. Tausend Dank. Wanba, kurze Frage. Hast du nicht noch C4 vom letzten Mal ja. in deinen Munitionsgurten getan? Ja. Versuch mal bitte, das gegen Granaten zu tauschen. Das wird wahrscheinlich das Problem hier gewesen sein. Ich vermute mal, hier ist jetzt alles das leer, sind jetzt ja? Minen. Ja, das sind auch keine Granaten. Am besten gibst du alles ab, was du an Sprengstoffen hast. Das scheint Wenn du Granate gleich meine sein. Drohne sprengst, ne? Ich hänge mich dann wieder oben aufs Dach, ja? Hier geht noch eine Treppe hoch. Ja, befinde mich oben. Ich frage, ob wir gerade auch Munition nehmen sollen, bevor Etages. Wir den Tresor öffnen. Ja, hier hinten ist eine Munitionskiste. Achtung, feindlicher Heli im Anflug. Einmal auf Munition. Ah, hier ist. Okay, perfekt. Mehrere feindliche Helis im Anflug. Oh. Was kann dieser Knopf? Das Tor aufmachen. Das Gitter öffnen, würde ich vermuten. Und dann haben wir den LKW, mit dem wir abtransportieren dürfen. Ach so. Oh, okay. Ich hoffe, unser Sniper hat Spaß mit dem Gatling. Ja, alles gut da draußen? Oh, ich habe hier Spaß mit ein paar Helis. Enno? Ich würde sagen, wir können das Tor öffnen. Ist das eigentlich unsere Rente hier? Ja, kann gut sein. Ich meine, ich habe noch ein bisschen ich sag übrig, nix, aber. Wenn ihr nichts sagt, wenn ihr das einsteckt. Ja. Ne? Fair durch drei teilen, dann passt das. Durch vier. Bitte? Das geht. Tor wird geöffnet. Ich glaube, ich werde dann einfach mal nicht schießen jetzt. Der ein Fahrzeug okay. kommt. Ich habe meine Finger. Ja, ist eins mit Geschütz. Fahrzeug mit Geschütz. Der Schutz ist schon ausgeschaltet. Okay, das Fahrzeug ist. Wie sieht's aus? Ausgeschaltet. Aua! Ich hab Beschuss hier oben. Mhm. Ich war auch beschuss. Ganz hinten. Achtung, da kommt jemand. Die kommen auch zu Fuß angelaufen.
Also ihr müsst auf jeden Fall die Treppe da rechts vom Gebäude schützen, ja? Welche Treppe rechts vom Gebäude? Dann gehe ich zum gehe ich zur Treppe. Okay, dann bleib ich beim Tor. Aua! Einer im Außenbereich. Ich gerade nicht. Ah. Okay, ich muss gerade zu unserem Endo, glaube ich. Ja, ich versuch der Deckung. Ich schütze hier die Treppe. Okay. Das klang sehr schmerzhaft, deswegen. Oh oh. Ach, die kommen auch von hinten. Mhm. Warte, ich versuche mit der Drohne. Mach da oben in Deckung. Ah, die müssen. Ah! Ich bin noch am Leben. Oh, okay. Lass sie zurückfallen, lass sie kommen, lass sie kommen, ja, lass sie kommen. Ja, ja, ja. Also hier beim Tor ist alles relativ sauber. Aha. Achtung, der kommt hoch. Ja, ist in den Schluss gerannt. Ich habe jetzt noch nicht geguckt, ob einer hinten die Tür rein ist, ne? Das habe ich nicht gesehen. Noch ein Heli? Heli, ja. Ne, bis jetzt kein von der Rückseite. Da. Direkt oberhalb von uns. Bei der 1 befinden. Ich habe zwei Personen. Der Heli ist abgeschossen worden. Kommen jetzt von unten angelaufen. Sind auf dem Weg zur Treppe hoch. Also noch nicht an der Treppe, jetzt sind sie am Fuß der Treppe. Wieder ausgeschaltet. Okay. Einmal Status-Update, wo seid ihr, falls irgendwas ist? Dach, Dach, Bank. Dach, okay. Nebenraum von dir waren wir. Okay, gut. Einer von der Rückseite. Ja, ich habe mit der Drohne die Treppe und die Rückseite im Blick. Aber den Vordereingang. Mist! Im Maßenbereich sind Rhino unterwegs. Konnte genau der. Wer sich bewegt, ist er tot. Mist, der ist noch rübergerutscht. Eins ist down. Da ist noch einer. Da drüben. Oh, Feindfahrzeug. Noch Heli. Ja. Noch ein Heli. Ach nee, das sind unsere Jungs. Das sind unsere. Ja. Mensch. Freundchen. Zwei Gegner kommen zur Treppe. Hat die Rebellen angegriffen. Lauf jetzt die Treppe hoch. Noch einer. Da kommt nochmal Freunde mit zwei Fahrzeugen. Okay. Die Lage dürfte wahrscheinlich sicher sein. Okay, wir haben's. Wir haben's? Ich weiß gar nicht, was passiert ist, aber. Unsere Freunde sind eingetroffen. Wir mussten nur auf die warten. Okay. Okay, die sichern jetzt das Gelände. Was Gut. machen wir mit diesem LKW hier? Stehen lassen. Ihr könnt euch hier noch einmal aufmunitionieren. Ja. Man muss eigentlich einfach nur einmal über die Toten laufen. Hier ist genügend Munition bei. Stimmt. Ich hab auch wieder voll. Also ich flatter nicht so gern Leichen. Ich nehme lieber aus der Kiste frisches. Oh. Wann war? Ich nehme das hier mal gerade mit. Moment. Wann war? Wo bist du gerade? Beim Geld. Kann nicht sein. Da bin ich gerade. Achso, da ist auch Geld, aber das ist ein bisschen wenig Geld. Also ich habe hier hinten meinen Anteil. Ja, also, was dürfen das hier wahrscheinlich sein? 20 Dollar Noten? Enno, könntest dann du bitte mal in den Nebenraum kommen? Wenn dir das reicht, dann nehme ich den Teil hier, ne? Also. Du weißt schon, dass hier drüben wie viele stehen? Bei mir stehen alleine hier in der Ecke 5, dann hier nochmal 3, dort drüben 2, also ich habe genug. Ja, jeder hat eine Ecke, ne? Aufgeteilt. Also ich habe mir ein bisschen was eingestellt. Das reicht für den Lebensabend. Da will noch einmal sagen, die Soldaten... Wenn ich zu Hause bin, kann ich mich zur Ruhe setzen. Ich kann endlich meine Klinik eröffnen. Auf, was? Oder, nee, kein Kaffee, eine Bar. Hm. Einen Tauchladen auf Panama. Oh, nur wenn die Drinks auf dich gehen. Wie lang? Also ich nehme mal aus dem Gelände erst, raus. Jo, lass mal da raus. Bist du ohne unsere Kollegen über den Haus zu fahren? Das war nicht meine Schuld. Der ist vor das Auto gesprungen, als Warnbau schon abgehoben ist. Ich sag, das also, ist Versicherungsbetrug, diese Leute hier. Alle. Alles aus und erzählt herum, dass Pulpo euch geholfen hat, an das Geld zu kommen. Um den Feind anzuheizen? Bueno. So, da vorne links. Gracias, Yankees. Achso. Was heißt hier Yankees? Was war mit Yankees? Wer ist ein Yankee? Ja, ist auch gerade erst Yankees. Das sind doch keine Yankees. Achso, pack. Das könnte jetzt spaßig werden.
Okay, was müssen wir jetzt machen? Unser Auftrag ist, finden Sie Nidias PC im Santa Blanca Hauptquartier in Barrejos und finden Sie ihn, und nutzen Sie ihn, um Flores Konten zu lernen. Hey, cool, da können wir direkt ein paar Sachen nur auf unseren Konten überweisen, das ist doch schön. Ja, das wird schwer, das Geld kann zurückverfolgt werden, ich das in den Schein dort oben. Ja, das kommt drauf an, wo du dein Nummernkonto hast. Ja, das kann zurückverfolgt werden. Also ich habe eins in der Schweiz, ein Kollege hat es für mich angesetzt. Also ich hab noch in dem Panama eins. Komm nach rechts. Nächste links. Dann so ein bisschen links. Schönen Gruß an die Felsen. Der Botschafter durfte die killen. Jetzt den Weg folgen, genau. Und da vorne wieder links. Da ist irgendwas hochgegangen. Da. Ja, und hier wieder links. Und nochmal links. Okay, das war anscheinend zu spät. Ja. Stehen bleiben. Zurück. Bitte? Das sieht nach Gegnergebiet aus. Wie ja, gebacken sein Häuser. Ich hab da gerade schon einen Santa Blanca-Typen drin gesehen. Ja, genau. Rüber hier, eventuell also hätten wir noch ein Stück weiter gemusst, aber wir können auch gerne hier rein. Ich dachte, im Gebäude direkt wäre schon einer gewesen. Du müsstest gleich aussteigen. Scheiße, da vorne sitzt auch noch. Ja, ich sehe ihn. Ich könnte von oben vielleicht rein. So, von hinten. Ich kann die beiden Leute im Gebäude ausschalten. Wo sind die? Da kommt raus. Ja, da befinden sich noch mehr. Zwei sind im Gebäude und vier ist da. Oh, Vorsicht, Anno markiert doch. Definitiv die falsche Waffe für sowas. Yo, hier ist eine Waffenkiste. Wir haben nur noch oben einen. So, rufen Verstärkung. Ja, ja, wir sind aber aufgeflogen. Positioniere kurz. Auf. Wir haben hier einen Kompensator. Wir setzen eine Markierung, damit die Rebellen den Nachschub finden. Ah, ja, stimmt. Lohnt sich vielleicht, wenn wir alle den mitnehmen. Okay. Am besten, bevor die Verstärkung eintrifft. Wo ist er denn? Wenn du hier ins Gebäude reingehst. Rechts da. Rechts im Gebäude? Oder im Gebäude? Oben. Gleich oben. Eine wichtige Info. Scharfschütze? Ja, genau da. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee war. Was denn? Den Rebellen hier freizulassen. Wieso? Naja, wenn wir hier in der Gegend noch ein Ziel haben. Wir sind noch ein ganzes Ende davon entfernt. Ach so. Wir müssen noch ein Stück weiter. Ich habe ein schönes Auto gefunden. Hier kommt auch ein Funkeinsatz an uns vorbei. Ja, ist glaube ich ja gerade uns unten an der Straße lang gefahren, ja. Ah, ist ja gut, du darfst ja fahren. So, wieder die zwei Fahrzeugtaktik. Achso, wir machen den Funkeinsatz. Oder wie? Ich habe keine Weisung. Wie ihr wollt. Aber ich sehe ihn wieder nicht, also von daher. Ich hatte ihn gesehen. Oder ist er wieder verschwunden? Ich sehe ihn auch nichts auf der Straße. Also meine Drohne hat anscheinend eine Störung, ich sehe den nicht. Ich würde mal kurz der Straße folgen. Ich hatte den doch gerade unten gesehen. Dann folge ich mal dem Endo. Straße links. Okay. Wo genau soll er sich jetzt befinden? Ein ganzes Stück weiter vorne, da soll er parken. Wir sind nur der Hauptstraße hier weiter folgen, da soll er irgendwo stehen. Ich glaube, ich muss meine Drohne mal auswechseln. Sehr schlimm. Ja, ich hab ihn. Er steht vor der Tankstelle. Ja, da steht was. Oh. Weiterfahren. Oh, den habe ich abgebaut. So
sowas von erwischt. Oh oh, das ist schlecht, das ist schlecht, das ist schlecht. Ich hab eine Explosion gehört. Ja, einige. Noch kann ich die Nachschirm markieren. Oh Gott, ich blute. Und der Scharfschützen geht auf. Mist. Mist. Beim Transporter. Mist. Stehe unter Beschuss. Negativ. Ihr kriegt mich nicht. Nicht heute, Junge. Ah, hier brennt so viele Fracks. So, erstmal sonst scharf schützen. Komm her. Wo bist du denn jetzt? Es wäre besser, wenn du den nichts geholt hättest. Wo liegt jetzt unser Sunny? Direkt hier. Ich hol dich mal. Und was ist mit unserem Commander? Guck mal, wo unser Commander ist. Ja, den habe ich letztens noch gesehen hier irgendwo. Ach ja, direkt vor uns. Was? Danke. Ah. Oi. Joi. Joi. Dass ihr da noch Vorräte rausbekommen haben aus den LKW. Also, ich glaube, das kriegt sie nicht mehr. Ja. Sorry, Kumpel, aber ich brauche dein Auto. Raus. Jetzt zur alten Position zurück. Ja. Ja. Gott. Ich steig mal ausnahmsweise hinten ein. Die Familienkutsche. Hinten rechts ist der sicherste Platz im Fahrzeug. Fährst aber Schlangenlinien? Wenn du uns von der Straße abdrängst. Da vorne rechts? Ich hab nichts gesehen. Der Commander auch nicht. Nee, ich hab auf die Karte geguckt. Ach, dieses Auto! Gas. Ich glaube, die hängen noch fest. Wir warten hier eben. Wollt ihr nochmal irgendwo hoch? Ne, komm, wir laufen hoch. Ja, ist nicht mehr weit, dann könnt ihr. Wann wir kann ja ein Stück zurücksetzen, dann können wir die einsammeln. Das ist schon noch ein kleines Stückchen, bis wir da sind. So. Alter, siehst du. Wird dir nicht gefallen, aber ich kann nicht diskutieren. Raus. Ihr hättet jetzt kein Auto klauen müssen. Oh, jetzt habe ich zwei Familienkutschen. Wir sehen ein bisschen, aus wie deutsche Vorstadt, die gerade auf dem Weg zur Schule sind. Enno geht lieber. Es ist sehr löblich. Man muss sich ja fit halten. Ja. Oh, hier stehen ja Fahrzeuge. Welche Überraschung. Ja, die standen vorhin noch nicht. Okay, dann nehmen wir uns mal was Frisches. Okay, weiter hier hoch. Ich habe keine Ahnung, was das hier für ein Gebäude ist. Das große. Mach mal Stopp. Du meinst das links von uns? Ja. Ach, das ist so ein Kirchturm, oder? Kirche, genau. Das ist doch unser Ziel, oder? Ich würde es links Licht ausmachen. Das ist nicht. Es funktioniert bei mir nicht mit Licht. Moment, das können wir. Was denn? Ändern. Sind deine Birnen wieder kaputt? Moment. Damit aufhören, bitte. Das Licht ist immer noch heile? Ja. Moment, das also kann wir auch aus. Jetzt einmal ist aus. Einmal das riesige Gebäude links von uns. Das ist nicht das, wo wir hinwollen. Weil direkt davor biegen wir rechts ab und fahren dann da hoch zu diesem. Ah, da sehe ich's, ja. Ja, den sehe ich jetzt auch. Da ist so eine Art Siedlung, oder? Ja, hier ist ein Alarmsding. Ja, einmal nach rechts.
Vergesst nicht, dass es Hauptsitz, da wird es schwierig. Hauptsitz von wem? Sollten wir dann in der Lobby nicht schon mal ausschalten? Nein. Können wir. In der Kurve befindet sich noch weitere Alarmdings. Okay, warte mal. Achtung, da haben wir schon den ersten, der in unsere Richtung guckt. Da unten ist aber noch Aktion. Im Gelände kann ich soweit erstmal keinen erkennen. Und auch Zivilisten mit dabei. Von hier aus gehe ich das letzte. Das ist ein Fünfter. Ja, wir steigen jetzt alle aus. Mhm. Okay. Bin hinter euch. Alarm unten ist auch aus. Okay, ich glaube, wir haben. Wir sind so nervös. Ich glaube, die haben den Schuss mitbekommen, oder? Ach, das ist eine Villa. Oh mein Gott. Oder eine Schule. Ich bin pompös, wenn er einen eigenen, kleinen Glockenturm hat, ist das schon ziemlich angeberisch. Oder ist das eine Schule, wenn du dir das anguckst vielleicht? Hallo, das Ding hat hier diese Villa oder was auch immer, hat eine komplette Mauer drumherum, also. Eine Mauer? Ich hätte ja fast was gesagt, El Presidente höchstpersönlich von uns ist hier zu Hause, aber ich lasse solche Witze lieber. Reaper? Hier? Ich glaube, deine Position von der Seite aus ist nicht so schön. Wenn du einmal nach rechts rum gehst, dann kannst du direkt beim Wasserturm dich hinstellen. Dann hast du Blick übers ganze Feld. Okay. Da führt von der Straße aus ein kleiner Weg rechts hoch. Oh, ich werde gesehen. Da, wo die 2 ist. Das wäre auch für alle anderen, glaube ich, der beste Weg. Wo genau? Rechts. Wo die 2 ist. Quasi ja. in der Kurve da. Genau. Der Tango ist hin. Und Reaper geht dann einfach geradeaus weiter den Berg hoch und ihr beide könnt dann von da aus reingehen. Oh. Passt auf, zivile Personen sind dabei. Auf dem Flugfeld sind 2 Gegner. So, die habe ich markiert. Ich gucke einmal das Gebäude, was ihr direkt hier vor der Nase habt. Das Ziel ist wieder Informationsbeschaffung, oder? Nee, nicht ganz. Wir müssen den Computer von denen hacken. Ah, okay. Um das Geld von ihr zu stehlen, von ihrem Konto. Also in das Gebäude hier vorne könntet ihr theoretisch rein, wenn das angenehmer für euch ist. Ja, ich denke schon. Die einzigen, die kritisch werden, sind 1 und 2, die halt so grob in eure Richtung gehen. Ja. Und die 4, die da eben rumsteht. Gott, mein Sensor hat gerade die von den Glockenturm erfasst, das war merkwürdig. Reaper, hast du Blick auf irgendjemanden? Auf alles? Auf die 4 oder so? Weil dann könnten Enno und Vanva könnten ja halt 1 und 2 erschießen und das wird gleich kritisch. Du könntest die 4 nehmen. Er dann schießt. Noch sind Reaper die in Licht. Nur die 4 haben. Okay, stopp, nicht schießen. Die Drohne ist unterwegs. Das war riskant. Ja, mach mal hier überall Licht aus. Ja. Nervös. Ja. Ja, ist aufgeflogen. Ja, ist okay. Das war noch ein Zivilist. Ich befinde mich noch unten an der Straße. Ich versuche mal ein paar Minen zu legen, damit die keine Verstärkung rufen können. Ich glaube, das Gelände ist jetzt sauber. Ich glaube. Granate fliegt! Hör dich nicht so an, hinter dem Gebäude. Welches Gebäude? Rechts von uns, hinter dem Gebäude. Ich habe keine Leuchtrakete. Okay, das war's. Ich habe anscheinend meine Minen verlegt. Soll ich zur Not rüber kommen? Aua! Ja, ist noch nicht nötig. Ich bräuchte anstelle von Minen legen lieber mal ein Auge am Himmel. Ja, mach wieder. Abschuss bestätigt. Ich muss hier gerade blind versuchen, alles auszuschalten. Die schießen alle auf mich. Ja, ich bin ja schon dabei.
Achso. Oh. Das sind Zivilisten. Nein, das war unser Kollege, der Sanitäter. Was? Du schießt schon wieder was auf dich? Negativ, das war ich. Ich habe nur die Lampe ausgeschalten. Ich sehe keine weiteren Personen. Okay, ich gehe in die Armeria. Mal sehen, was wir dort kriegen können. Nur Munition. Hier ist Ihr Büro. Sehen wir uns den PC mal an. Da, wo die Satellitenschüssel auf dem Dach ist, ganz oben. Da ist der PC. Okay. Ich würde Enno bitten, trotzdem lieber noch mal ein paar Minen zu legen. Wer weiß nicht. Am besten direkt am Eingang des Camps. Und wir haben wahrscheinlich hier hinten. Oh, stopp. Sicht. Da ungefähr, wo. Wann wird das gerade hingeworfen hat. Das war ein Probewurf. Ja. Da. Okay. Da müssen wir noch darauf achten, dass wir nicht in die Minen fahren, wenn wir abhauen. Wenn wir abhauen, dann können wir ja den Heli nehmen, stimmt auch wieder. Ja. Oder halt rechts rumgehen, je nachdem. Gut. Ich setze hier eine Mine. Ladung ist scharf, in Position. Ich bin nicht die letzte meiner Minen und dein C4 dann, wann war okay. Dann haben wir eine gute Absicherung hier. Okay. Schöne Sportwagen haben die hier. Naja, aber bei den Straßen hier. Ja, müsste man sich importieren lassen, rüberbringen. Ladung ist scharf, in Position. Da haben wir aber schöne Runden. Das ist C4 scharf. Na, also so ein paar Schnuckelige sind da schon bei. Das ist alles Geschmackssache. So, dann hacken wir mal das gute Stück. Ich habe 50 Millionen Dollar von Nidias Konto auf Kunden überwiesen, die wie Pulpos aussehen. Keine Kunst, aber passt schon. Unser schöner kleiner Trick hat Nidia Flores überzeugt, dass Pulpo sie hinter ihrem Rücken ausraubt. Sie ist echt stinksauer. Und jetzt jagt sie ihn mit allem, was sie hat. Zum Glück für Pulpo war sein guter Kumpel Wagner so freundlich, uns Pulpos Handynummer zu geben. Wissen Sie, wo er ist? Wir glauben, er weiß, dass Nidia hinter ihm her ist. Er bereitet sich auf die Flucht nach Mexiko vor. Ihr Team muss ihm zum Flugplatz helfen, damit der Suenio Scheiße über Nidia erzählen kann. Verstanden. Was soll dem Scheiß gerade noch helfen? Das ist unfassbar. Eieieiei. Naja, Möbel machen und dann gucken, was man kriegt, ne? Ich bin kein Fan davon, irgendwelchen Kartellidioten zu helfen. Okay, das ist nicht weit von uns. Wir müssen quasi hier nur am Berg lang. Dürfen nicht entdeckt werden. Also es lohnt sich nicht, den Helikopter zu nehmen? Nein. Okay. Ach, schade. Was sind denn hier überall C4-Dinger an den Wagen dran? Ich habe das eigentlich um uns herum überall in einem Kreis gelegt, um einen eventuellen Angriff standzuhalten. Ja, schön. Müssen wir jetzt da runter in das große Gebäude rein? Nein. Wir nehmen... Obwohl, vielleicht lohnt sich das auch zu Fuß zu gehen, ich weiß es nicht. Ich schau mal kurz mit der Drohne, wie weit das ist. Müssen wir eigentlich von hier aus sehen können. Am besten mal gerade alle kurz zum Hubschrauber, so heißt das Ding, gehen. Oh, okay. Hast du ja rechtzeitig gesagt. Ich hab nicht gezündet, das hat, wurde wohl geschossen. Na, da war eine Explosion. Ich weiß nicht. Sag mal, Explosion, aber du warst nicht. Es war auf jeden Fall, es ist nicht möglich, mehr als 5 aktive C4s zu haben. Okay. Naja, mehr kannst du auf deinem Zünder nicht zur Detonation bringen, also. Ja, weil ich habe das mal versucht mit der Munition, wenn ich die einmal wieder aufnehme, aber das geht nicht. Was ist mit den hübschen Wagen hier drüben? Was für hübsche Wagen? Welche hübsche Wagen? Bei mir, hallo, hier. Oh. Oh! Da, wo die Schüsse sind. Ich denke, der hier ist ganz nett. Ja. Der ist auch geländefähig und dann können wir einfach hier übers Gelände düsen. So, ja, biegen wir hier vorne rechts. Nee, rechts ist kacke. Theoretisch. Negativ waren wir, negativ. Nein, dann nicht lang. Da sind noch meine Minen. Wir müssten quasi rechts zwischen den Gebäuden irgendwo durch, aber da passen wir, glaube ich, ganz schlecht rein. Das ansonsten ist dann nehmen wir gar kein Problem. Ich hab Angst. Wenn Banwa das sagt, dann habe ich einfach Angst. Ja, okay.
Bei den Fels. Hast du fein gemacht. Gut. Ich hab wieder ein bisschen mehr Vertrauen. Mal lang. Hat einer von euch gerade 5 Punkte Sicherheitsgurt einstecken, den wir anbringen können? Ich bin mich hier oben ein bisschen ungeschützt. Oh. Ah, da ist ein schöner Ring drum, da geht schon raus. Die Richtung ist schon mal super. Mhm. Einfach an der Knarre festkrallen. Wie ist es bei einem Überschlag? Bin ich einen Kopf kürzer? Dann musst du rechtzeitig den Kopf einziehen. Achtung. Wir überschlagen uns schon nicht. Ich glaube, hinter dem Hügel hier müsste es bereits sein. Deswegen ganz vorsichtig. Ah, ich glaube, ich sehe es. Ja, es ist hier über uns. Stopp. Wir dürfen nicht entdeckt werden. Och man, schon wieder so eine blöde nicht entdeckt werden Mission. Yep. Alter, guck mal in deine Jobbeschreibung, da steht drin Ghost. Das heißt, wir sind darauf trainiert, nicht entdeckt zu werden. Also bei mir stand einfach nur drin, dass da viel Geld zu verdienen ist. Bei mir stand drin nur Rumgeballer. Viel Geld zu verdienen, also du hast definitiv einen anderen Vertrag bekommen als ich. Ja. Oh, ja. Seit wann verdient man bei der Bundeswehr viel Geld? Also beim Militär so. Naja, ich bin Arzt. Das ist unsere C-Person. Versteck. Warten wir, bis er rauskommt. Haben wir noch weitere Gegner? Bisher nicht. Habe ich den Funk richtig Guck verstanden, dass es wirklich nur ums Warten geht? Moment. Okay. Eins jetzt. Er ist nervös geworden, er rennt. Irgendwie spinnt meine Elektronik gerade. Die Markierung der 1 ist gerade verschwunden. Ja, dem kann ich zustimmen. Ich steig mal in diesen roten Wagen. Wir müssen Wagen ihn ein. Schützen auf dem Weg. Der ist jetzt auf dem Weg zum Flughafen. Wir müssen irgendwie hinterher. Okay, dann nehme ich mir ein separates Fahrzeug. Ja, oh mein Gott. Hier ist ein Ding, ich brauche jemanden, der ballert. Ich glaube, dafür bin ich nicht in der Lage. Soll ich? Oh mein Gott. Ich befinde mich in der Nähe von der Person, aber hier ist starker Feindbeschuss. Alter, mit diesem Opel Kadett kann ich aber auch nicht viel ausrichten. Oha. Zwischen uns und den Fahrzeugen befindet sich ein Geschützfahrzeug. Okay, das wird nichts. Na, ist immer noch. Der Typ fährt aber auch, als hätte er 2 Flaschen getrunken. Direkt vor uns. Oh mein Gott. Ich fange hier nur die Kugeln ab. Ein Helikopter. Bandidos im Anmarsch. Moment. Könnt ihr mal einen Gang höher schalten, weil hier geht die Post ab. Hier geht das Gaspedal schon durch. Ist das für uns auch noch ein... Das darf hier fallen. Ah, doch schneller, mein Bruder. Das vorne scharf rechts. Oh Gott, hier kommt Zug. Oh, wir sind, ich sehe den Flughafen. Los. Ja. Jetzt hält der an, das kann doch nicht sein. Oh Gott. Links einfach runter. Das große Blende hier. Oh Gott. Boah, wir sind zwar nicht zerlegt. Hauptsache wir schießen unser Ziel nicht. Kann gut sein, dass der Sunny down ist. Ja, ich seh. Vorsicht! Yeah. Ja, nicht rechts von uns. Ich seh ihn. Ja, ich bin schon dran. Okay. Steh auf, Kollege! Oh Gott! Bis er angekommen ist. Unsere Zielperson steigt in einen Helikopter ein. Ja, wir sollen sicher gehen, dass er halt lebend hier ankommt. Das sind Flugzeuge. Wiederhole, Pulpo. Bowman, Pulpo hat den Flug. Alles ab hier ist nicht bei unserer Sache. Sven, ihr vertraut Pulpo. Nidia hat also Ärger. Jetzt wird Santa Blanca seine Geldwäscheaktivitäten noch einmal ganz neu aufziehen müssen. Wir melden uns. Nomad Ende. Pulpo ist sicher. Wiederhole, Pulpo ist sicher. Verschwinden wir. Puh. Enno, hier befindet sich ein nettes Flugzeug für dich, glaube ich. Eine schöne. Das sehe ich genau. De Havilland DC-10. So eine wollte ich schon mal fliegen. Das letzte Mal bei der Flugschule. Oh. Mit
den Dingern lernst du noch fliegen. Nicht mal die modernen Viecher. Allerdings bin ich dafür, das sehen wir in der nächsten Folge. Oha. Aber lass mich schon mal den Sitz anwärmen. Ja gut, dann hoffe ich, es hat einem gefallen. Danke fürs Mitspielen, danke fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.